Stellt euch vor, 8 Leute haben im Draft nur ein Ziel, dich zu counterteamen und im Draft zu snipen. Und damit willkommen zum Teamvorstellungsvideo für alle gegen Present. Denn gestern war der Draft-Livestream, in dem wir unsere Teams gedraftet haben. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, alle gegen Present ist mein erstes Zuschauerformat hier auf diesem Kanal. Auf der Basis eines Draft-Formats. Dabei ist es aber so, dass 16 Teilnehmer ausgelost wurden und in 2 Phasen unterteilt gegen mich antreten. Das heißt, in der ersten Phase 8 Leute und in der zweiten Phase 8 Leute. Und diese 8 Zuschauer dürfen sich untereinander besprechen. Die dürfen gemeinsam Teams bauen. Die dürfen alles gemeinsam machen, außer den eigentlichen Kampf dann ausführen, um mir letztendlich eine Niederlage reinzudrücken oder sehr viele Niederlagen. Und so kam es letztendlich auch gestern. 8 Zuschauer haben gedraftet und eben auch ich. Und diese 8 Zuschauer werden alle gegen mich kämpfen und nicht gegeneinander kämpfen. Das heißt, sie mussten nicht auf andere Kader schauen, sondern konnten halt nur auf meinen Kader schauen. Und deswegen brauchte ich eine Strategie. Wie geht man an so einen Draft ran? Weil sobald du etwas pickst, wirst du natürlich auch irgendwie gecounterbildet. Sobald du irgendwelche Gedanken dir ausformulieren willst, ne, denkst du, oh, du kannst ja auch gesniped werden, weil alle werden nicht wirklich auf sich schauen müssen, sondern wirklich nur auf mein Team. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Aus diesem Grund hatte ich eine Strategie. Ich habe erstmal mir natürlich die Draft-Reihenfolge aussuchen dürfen, weil ich habe schon sehr, sehr viele Nachteile. Und deswegen war ein Vorteil, dass ich überlegen darf, wie ich die Draft-Reihenfolge aufbaue. Deswegen habe ich in Runde 1 es so gemacht, dass ich als letztes dran bin, sodass ich in Runde 2 als erstes dran bin und einen Double-Pick bekomme. So kann ich mir schon mal einen Core aufbauen und so, wenn ich zum Beispiel in der ersten Runde den First Pick habe, muss ich so lange warten, bis ich wieder dran bin und dann kann mir alles irgendwie gesniped werden und ich kann keinen ordentlichen Core aufbauen und ich finde, Cores sind mit das Wichtigste. Da war natürlich die Sache, was für einen Core baust du? Wenn du natürlich so einen standarddefensiven Core machst, funktioniert das nicht. Weil die Leute wissen, wie man defensive Cores brechen kann. Und vor allem, wenn sie nur sich auf einen Kader vorbereiten müssen, dann werden sie halt Pokémon picken, die diesen defensiven Core brechen. Also muss es offensiv sein. Wie offensiv? Naja, mein Gedanke war, es sollte ein Core sein, der einfach funktioniert. Egal, wie sehr du dich darauf vorbereitest, der kann immer in der Theorie gewinnen. Und es ist ein Core, der eben nicht jeder gefällt, aber mir gefällt er. Ich mag beide Pokémon sehr und habe beide noch nie im Draft-Format gespielt. Wobei Caporiki einmal. Und damit kommen wir nämlich auch zu meinem First Pick. Caporiki. Denn tatsächlich war Caporiki einfach in der ersten Runde frei. Was mich generell überrascht hat. Ich glaube, nur 4 S-Tier-Picks wurden in der ersten Runde gemacht. Und 2 B-Tier und 2 A-Tier-Picks. Und natürlich waren auch Pokémon dabei, die ich prinzipiell mal ins Auge gefasst habe. Oder vor allem mal selber gedraftet habe. Ich meine, sowas wie Arcani und so weiter und so fort. Klar, aber ich wusste, dass ich die nicht bekommen werde und ich weiß natürlich auch, dass meine Zuschauer mich so ein bisschen kennen und Pokémon, die mir sehr liegen, werde ich nicht bekommen. Deswegen war ich mir auch sehr sicher, dass ich wahrscheinlich einen Kader draften werde mit Pokémon, die ich wahrscheinlich noch nie im Draftformat benutzt habe. Und tatsächlich stimmt das auch. Fast alle Pokémon, die ich hier dabei habe in meinem Team, habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, ja, fast alles übertrieben. Ich glaube, 4 Stück sind dabei, die ich schon mal benutzt habe in irgendeiner Art und Weise, aber das meiste habe ich tatsächlich so noch nicht benutzt. Vielleicht sind es auch 5, aber ich glaube, das ist ein bisschen mal LPP und so weiter und so fort. Ich finde, das zählt nicht so ganz rein. So GPL-mäßig habe ich davon einige noch nicht benutzt oder wenn, dann ist es sehr, sehr, sehr lange her. Naja, kommen wir damit natürlich auch zum logischen zweiten Pick. Restadero. So, nicht jeder gefällt, nicht jedem gefällt es, dass ich Restadero gepickt habe. Und vor allem kann man Restadero und Caporiki auch checken, klar, aber es ist einfach eine sehr gute, starke, offensive Kombination und vor allem hatte ich einen Plan. Ich wollte eine Falle stellen. Denn natürlich bereitet sich jetzt jeder auf Restadero plus Caporiki vor. Und natürlich ist das meine S-Tier-Kombination, das heißt, ich habe mein S-Tier voll und alle anderen dürfen jetzt einfach in den anderen Tiers sich umschauen und müssen ja gar nicht mehr ins S-Tier schauen, weil sie ja wissen, hä? Wir können da Present ja gar nicht mehr snipen, ne? Er snipt uns ja auch nicht. Das heißt, das S-Tier lassen wir bis zum Ende offen. Und das war strategisch vielleicht auch ein kleines Problem, weil sie jetzt erstmal die ganzen anderen Tiers voll machen können. Andererseits war das so, dass diese Falle extra ausgelegt wurde. Ich war mir unsicher, ob das klappt. Ich habe im Vorfeld mir gesagt, wenn ich Caporiki bekomme, werde ich für Caporiki plus Restadero gehen. Aber sonst muss ich einen anderen Core aufbauen. Wenn das klappt, kann ich meine Strategie weiter fortführen. Das heißt, bevor ihr jetzt schon denkt, boah, Restadero, Caporiki, da muss ich abschalten, wartet ab, es gehört alles zur Strategie. Denn ihr dürft nicht vergessen, wenn ich einen Kampf gewinne gegen einen Zuschauer, darf ich mir ein Pokémon aus deren Team rausholen. Und das heißt, mein Team kann sich stetig verändern. Aber erstmal muss ich gewinnen. Und das ist schwierig gegen 8 Teams, die dazu aufgebaut wurden oder dafür aufgebaut wurden, mich zu countern. Das heißt nicht umsonst, alle gegen Present. So,
Was war dann mein Gedanke? Ich will noch nicht so die höheren Tierpicks komplett voll machen, aber ein Pokémon war super, super wichtig, weil ich schon weitergedacht habe. Ich habe schon an einen Core gedacht, der später kommt, der sehr, sehr wichtig ist. Und dieses Pokémon funktioniert in diesem Core noch besser. Und zwar Cherox. Generell war ein Steel-Type wichtig, Momentum war wichtig. Generell, ich brauche Offensive. Ich kann mit Defensive nicht gewinnen. Ich denke, in Allergy Present muss ich wirklich sehr offensiv hier Team, also ein offensives Team bauen, was schon im Draft natürlich dann passiert. Und natürlich kann es Matchups geben, wo ich auch mal defensiver versuche zu spielen, aber prinzipiell ist mein Kader sehr offensiv jetzt schon ausgelegt. Natürlich auch mit den beiden S-Tier-Picks. Und Cherox ergänzt das natürlich auf jeden Fall in der Offensive, aber auch in der Defensive. Ich meine, ich habe sehr oft bemerkt im Draft, boah, Cherox muss den checken, Cherox muss den checken, Cherox muss den checken. Cherox kann nicht alles checken. Das ist mir bewusst. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Aber ich kann sowieso nicht alles checken. Ich werde Schwächen haben. Das ist klar. Bin 8 Leute. Nur auf deinen Kader schauen und du versuchst hier irgendwie einen ordentlichen Kader zu bauen. Natürlich, du wirst Schwächen haben, du wirst Probleme haben, du wirst Teams haben, die wirklich perfekt gegen deins sind und trotzdem brauchst du Dinge, um zu gewinnen. Und das, was ich vorhabe, könnte mir den einen oder anderen Sieg verschaffen. Zumindest so viele, dass ich am Ende des Tages mehr Siege als die Zuschauer haben. Denn mein Ziel ist es natürlich, mehr Siege zu haben und die Zuschauer wollen natürlich auch sehr oft gewinnen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Das Ganze ist ja auch so eine Art Pilotprojekt. Deswegen, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin mal so frech und sag das, weil es würde mich einfach interessieren. Habt ihr Bock auf dieses Projekt? Seid ihr gehypt? Weil ich bin super gehypt. Ich glaube, das ist wirklich was noch nie da gewesen ist, was Drafts angeht. Ich meine, es gibt tausende Draft-Formate, aber ich glaube, sowas gab es noch nicht. Und ich habe richtig, richtig Bock. Das kann eine komplette Zerstörung für mich werden oder ich kann wirklich ein bisschen was zeigen. Und das möchte ich natürlich in diesem Projekt. Weiter geht's mit meinem nächsten Core, weil ich habe dann in der dritten Runde mich wieder ganz ans Ende gesetzt und in der vierten Runde war ich dementsprechend als erstes dran, sodass ich wieder einen Core hinbekomme. Mein zweiter Core, nicht mein dritter Core. Und zwar Cherox, habe ich ja schon gesagt, picke ich dann und dann in der Runde danach Alola Raichu. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, erstmal Alola Raichu und dann Cherox gepickt, aber ich glaube, die Reihenfolge ist eh egal, weil ich einen Double Pick hatte, weil ich wusste, wenn ich jetzt schon Elektrofeld habe, ich will darauf ein bisschen committen, plus ich will so ein bisschen den zeigen, dass ich halt nur über Elektrofeld nachdenke, über noch nichts anderes. Weil es gibt ja noch eine weitere Kombination, über die ich sehr lange nachgedacht habe und die hier sehr gut reinpasst. Deswegen war ich so, ja, ich muss auf Alola Raichu committen, ich will auf Elektrofeld gehen, ich muss auf Offensive gehen und Alola Raichu, ja, broken. Also im Elektrofeld, eieiei, der sieht gegen so viele Teams unfassbar gut aus. Deswegen mussten viele auch automatisch natürlich was dafür reindraften, weil Alola Raichu ist gefährlich. Das heißt, Capuigi kann natürlich offensiv auch reinballern, aber der kann vor allem Elektrofeld-Support bieten für Restadeo und für Alola Raichu, was wichtig ist. Plus Cherox, auch eine gute Kombination. Ich habe viel Momentum. In der Theorie besitzen alle Kehrtwende bzw. Voltwechsel. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was am Start und das feiere ich sehr. Ich mag diesen Core und es wird noch wilder. Aber erstmal dachte ich mir, ich darf jetzt noch nicht die höheren Tier-Picks machen. Also mein A-Tier voll machen, mein B-Tier voll machen und so weiter und so fort. Weil ich habe eine Core-Idee, aber wenn ich die jetzt picke, haben die Zuschauer zu viel Zeit, Checks einzubauen. Zu viele Möglichkeiten. Und das darf ich dir nicht bieten. Ich muss sie auf den falschen Fuß erwischen, damit diese Falle, die ich ganz am Anfang gestellt habe, in diesem S-Tier-Core, komplett aufgeht. Und deswegen habe ich mich ins Lower-Tier gewagt. Weil die Sache ist, zu diesem Zeitpunkt haben viele schon im B- und A-Tier ihre Picks gemacht. Das heißt, ich wusste, ich bekomme wahrscheinlich diesen Core. Und ich habe zumindest auf die anderen Teams geschaut und habe bemerkt, nee, also der Core, den ich noch haben will, der passt nicht in die anderen Teams rein. Das heißt, den jetzt zu picken, wäre strategisch unklug, weil sich die Zuschauer darauf vorbereiten können. Und das kann ich denen nicht geben, weil sie dann viel, viel, viel zu viel Zeit haben. Und dann gehe ich lieber ins Lower-Tier, nehme mir da schon mal so die besten Pokémon mit, die so ein bisschen reinpassen könnten in mein zukünftiges Team, damit ich dann besser aufgestellt bin und da mir auch nicht so viel gesniped wird, weil im A- und B-Tier wird mir wahrscheinlich nichts gesniped. Und wenn doch, kann ich im Feuerfeld immer noch umplanen. Das war mein Gedanke. Und dementsprechend war ich ein bisschen am Struggeln, weil das dann sehr spontan entstanden ist, weil ich erstmal dachte, dass ich diesen Core picke. Aber ich war so, nee, das kann ich strategisch nicht machen. Das ist unklug, vor allem auf diesem Punkt, weil ich jetzt weiß, wahrscheinlich bekomme ich diesen Core. Auch am Ende noch. Und deswegen musste ich nachdenken und nachdenken und nachdenken. Und ich habe dann so ein C-Tier geschaut. Ich habe Elfung mit reingenommen. Und ich bin eigentlich kein großer Elfung-Fan. Aber Elfung bietet mir einiges für das Team, was dir helfen kann.
noch mehr Support für Offensive. Ich meine, ich bin schon sehr, sehr offensiv, aber noch mehr Support, weil es einfach praktisch ist, sowas zu haben mit Strolch, mit 116 Base Speed. Der ist auch offensiv jetzt nicht so schlecht aufgestellt, aber vor allem in diese Supporter-Rolle kann er eben gut bringen, auch mit Zugabe und alles drum und dran. Hat er noch eine coole Geschichte. Er hat natürlich Rückenwind und blablabla. Also da auch nochmal die Kehrtwende drauf zu haben, das ist alles ziemlich nice und hilft diesem Team. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Problem ist nur, ich habe bisher keine Hazards. Ich habe zwar Hazard Controls in der Theorie, ich meine, ich habe Defog, aber jetzt auch nicht die krassesten Defogger. Aber ich habe noch keine Hazards. Und Hazards sind wichtig. Und deswegen war ich so, gut, was ist ein guter Rocker? Auch hier wollte ich wieder ein bisschen Lower Tiers schauen, weil ich hatte schon eine Idee, was im B-Tier und so passieren wird. Deswegen habe ich mich für Regirock entschieden. Denn Regirock ist auch ein schwieriges Pokémon. Vor allem für so ein offensives Team könnte man meinen, ah, Regirock nimmt doch viel Momentum aus. Aber Regirock hat halt durch Robustheit die Möglichkeit, immer einen Angriff zu überleben und die Rocks immer safe rauszubekommen. Und alleine das zu haben, mit auch aktuell der Apfelbeere, die es ja wieder gibt, also schon länger wieder gibt, dadurch, dass es die gibt, habe ich die Möglichkeit, die Rocks zu bekommen plus einen Angriff rauszubekommen. Und ich glaube, das kann sehr wichtig sein. Auch hier wieder für sehr offensiven Playstyle wichtig, so ein Suicide-Lead zu haben wie Regirock. Und deswegen fand ich Regirock ganz nice, auch weil der gut bulky ist. Der kann einige Pokémon checken, die mir sonst auch gefährlich werden könnten. Das heißt, ich habe nochmal so ein gewisses defensives Backbone, was praktisch werden kann. Aber auch einfach, wie gesagt, es passt in Offense rein. Und deswegen habe ich mich für Regirock entschieden. Und auch hier ein Pick, mit dem ich doch eigentlich sehr zufrieden bin. So, dann war ich in Runde 7 dran. Und in Runde 7 war ich als Erster dran. Weil ich dachte mir im Vorfeld, als ich die Draft-Reihenfolge gemacht habe, das wird wahrscheinlich der Punkt sein, an dem ich so ein bisschen durchatmen muss. Ich kann nicht jedes Mal einen Core picken. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jedes Mal einen Core hinbekomme, den ich picken kann. Und ne, es kommt ja auch auf Snipes an und alles drum und dran. Und so kann ich dann ein bisschen schauen, was die anderen gepickt haben, kann so ein bisschen anpassen und habe dann ein bisschen mehr Zeit zwischen den Picks. Deswegen habe ich mich in Runde 7 als Erstes gesetzt, sodass ich dann in Runde 8 als Letztes bin und sehr viel Abstand dazwischen ist. Sodass man sich auch weniger dann auf meine Picks vorbereiten kann, auf meine letzten 4 Picks, die dann kommen. Das war die Strategie dahinter. In dem Moment dachte ich mir, boah, ich hätte auch eigentlich gerne wieder den Core gehabt. Aber andererseits war es, glaube ich, gut, so wie es gelaufen ist. Weil ich habe dann einen Pokémon gefunden, und zwar Deponitox. Deponitox im D-Tier ist sehr viel worth. Ich meine, man hat gesehen, wie krass der Barbene ist. Ich weiß nicht, ob der so gut bei mir performen wird. Aber auch hier Hazards. Offense. Ich spiele Offense mit diesem Team. Es muss nicht immer dazu kommen. Ich kann auch in der Theorie, ich kann auch Bulky Offense spielen, ich kann Hyper Offense spielen, ich kann so verschiedene Sachen damit machen, was die offensiven Ausrichtungen angeht. Aber Deponitox hilft mir, erstmal natürlich einen guten Poison-Type zu haben, der einige Pokémon checkt, aber vor allem Hazards rauszubekommen. Der ist sehr gut. Giftspitzen, Stachler, richtig wichtig. Also noch mehr Gefahr, was das angeht für die Gegner. Und das hilft sehr. Das hilft wirklich sehr. Und ich fand auch, wenn ich mir so auf die anderen Teams geschaut habe, so ein bisschen raufgeschielt habe, dass der tatsächlich gegen einige Matchups echt gut funktionieren kann. Also ich sehe da so ein paar Kämpfe, wo der wirklich aufblühen kann. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das läuft mit dem. Aber ich bereue diesen Pick überhaupt nicht. Vor allem, weil ich dann in Runde 8 so den ersten Pick gemacht habe, der das einleitet, was kommt. Aber ohne es zu offensichtlich zu machen. Denn in Runde 8 war ich als Letztes dran und da habe ich mir Krebutak geholt. Krebutak habe ich auch argumentiert, so Leute, ich brauche einen Water-Type, ich brauche einen Dark-Type, ich brauche noch Priorität, ich habe bisher nur Patroni. Ich will einen Pokémon haben, was reinböllert, noch zusätzlich so einen langsamen Breaker. Wir haben auch ein Trick Room-Team gesehen beim guten Jonas und da war ich dann schon sehr gut. Krebutak, ich meine, natürlich ist das jetzt nicht das langsamste Pokémon, aber gegen Trick Room sieht er natürlich trotzdem gut aus und er böllert richtig hart rein. Gegen sowas kann er gut aussehen, gegen andere Teams sieht er halt auch richtig gut aus. Also Krebutak-Switch-Ins, die hast du halt kaum. Deswegen habe ich mich für Krebutak entschieden, vor allem, weil ich so viel Momentum habe, dass ich ihn scheinen lassen kann. Ich habe auch Rückenwind-Support, das heißt, ich kann ihn dort auch scheinen lassen. Also ich habe hier viele Optionen, Krebutak noch mehr in Szene zu setzen und das feiere ich sehr. Deswegen habe ich mich für Krebutak entschieden, aber nicht nur das. Weil ich hatte natürlich schon weitergedacht. Meine Falle ging immer mehr auf. Und zwar wollte ich dann noch einen Core natürlich unbedingt haben. Und dann hatte ich wieder einen Double Pick. Und zwar Runde 9 und Runde 10. Runde 9 als Letzter, Runde 10 als Erster. Und da war der Gedanke, ich möchte Regen. Weil Leute, die sich auf Restadero plus Riki vorbereiten, und das war eben der Fall bei vielen Teams, können sich nicht gleichzeitig auch noch auf Regen vorbereiten. Weil Regen ist auch super stark. Nicht umsonst ist so eine Capriki, Restadero, Pilippa und hier beliebigen Rain-Nutzer irgendwie noch mit reinpacken. Kombination einfach ein starkes OU-Team auch. So, das ist einfach
gut und Regen ist relativ günstig. Bei Pilipper bekomme ich ein A-Tier, deswegen, das war mein A-Tier-Slot, den ich dann damit vollgemacht habe, weil das A-Tier war, wie gesagt, von den anderen schon so ziemlich voll und ich wusste einfach, niemand wird Pilipper mehr reinpicken, ab einem relativ frühen Punkt und das hat mir sehr geholfen. Und so habe ich mich dann für Pilipper dort entschieden, weil der bringt mir Regen, der bringt mir defensiv noch ein bisschen was, auflockern, bliblablub, Kehrtwende. Ihr seht, ich habe insane viel Momentum, also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und dann noch Branawatz. Natürlich könnte man auf Barakiefer gehen. Auch statt Krebutak hätte ich Barakiefer picken können. Problem ist, ich wollte Barakiefer halt nicht in der Runde picken, wo ich Krebutak picke, weil dann ist das sehr offensichtlich und groß andere Picks konnte ich da noch nicht machen. Und ich war mir halt sicher, dass Barakiefer gar nicht so gut aussieht gegen die meisten Teams. Wenn man sich die finalen Teams anschaut, ich werde auch nochmal die Übersicht auch nochmal am Ende zeigen, sieht man eigentlich, Barakiefer feiert man gar nicht so sehr im Regen gegen die meisten Teams. Es gibt relativ viele Checks. Branawatz hingegen sieht gegen viele Teams unfassbar gut aus. Also wirklich so unfassbar gut, dass ich glaube, dass der wirklich richtig wichtig werden könnte in einigen Matchups. Und deswegen, die Leute, die sich halt vorbereitet haben auf Restadeo plus Capricci, es hat geklappt, weil ich muss sagen, Restadeo Capricci sieht gar nicht mehr so krass aus gegen die meisten Teams. Klar, weil dagegen seit Runde 1 oder seit Runde 2 sich vorbereitet werden konnte. Aber Regen hingegen, darauf konnte sich niemand mehr groß vorbereiten. Ein paar Picks wurden noch gemacht dagegen. Klar, weil ein bisschen Zeit war noch, aber das waren halt die letzten Runden und da waren die meisten Teams schon relativ fertig. Problem war natürlich nur, dass die S-Tier-Pokémon bei vielen noch frei waren, das heißt, man konnte da noch ein bisschen anpassen, aber auch da, Regen ist gegen die meisten Teams wirklich gut und funktioniert wirklich gut. Das heißt, wenn ich einen Kampf gewinne, kann ich auch ganz frech sagen, hey, ich packe Restadero raus, wenn ich das will. Ne? Werde ich nicht unbedingt machen. Kann aber passieren. Darauf müssen meine Gegner auch aufpassen, dass ich ein S-Tier-Pokémon switchen werde oder so. Das kann passieren. Aber erstmal muss ich gewinnen. Deswegen, meine Idee war, ich muss ein Team bauen, womit ich meine Gewinnchancen, zumindest in manchen Kämpfen, erhöhen kann, um dann nach und nach mein Team zu verbessern. So, dass ich so eine Art Trainings-Arc habe oder meinen Revenge-Arc, sage ich mal, weil den brauche ich, weil auf dem Blatt Papier kann man so ja fast gar nicht gewinnen im Draft-Format. Das geht ja nicht. Wenn du 8 Teams hast, die komplett gegen dich aufgebaut werden, plus im Teambuilding noch gegen dich mit 16 Mann so gesehen gebaut werden kann und alles so und dran, das kann ja fast gar nicht funktionieren. Außer Hex und blablablub. Und in den Kämpfen macht man immer natürlich falsche, richtige Entscheidungen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es sieht erstmal nicht so gut aus, weil Draft besteht vor allem daraus, dass du dich vorbereitest. Das ist ein sehr, sehr großer Aspekt. Und deswegen musste ich so ein bisschen diese Strategie aufbauen und ich bin gerade sehr glücklich, dass diese Strategie so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil das war mein Gedanke und es hat geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ich dachte, ich muss einfach freie Schnauze picken fast schon. Aber es hat geklappt und da bin ich gerade sehr glücklich mit. Weil Branawatz, Pilipper, super gut. Schaut euch die generischen Teams am Ende auf jeden Fall nochmal an. Richtig wichtig. So. Und dann habe ich noch einen Slot gehabt und da war ich dann der Last Pick in Runde 11, damit man darauf sich nicht mehr so gut vorbereiten kann. War vielleicht ein bisschen risky, ich hätte vielleicht auch in Runde 11 als Erster dran sein sollen. Weil es gab noch ein B-Tier-Pokémon, was bei einer Person frei war, und zwar bei Lapom. Und Lapom hätte mir Viscogon backpicken können. Und ich habe auf Viscogon schon ein bisschen geschielt gehabt, weil, also er wurde auch auf deinem Chat erwähnt und so, weil Hydration ist nice, der kommt in viele Pokémon rein, die für Regen natürlich problematisch sind. Das ist auch ganz cool, in Grass-Types, in Electric-Types und so weiter und so fort. Das ist ein gutes, bulkiges Pokémon, was auch noch reinböllert, was den Regen aber auch noch nutzen kann, ne? So eine Wasserattacke im Regen, ja, nice. Donner im Regen, cool. Viscogon nutzt den Regen sehr, sehr gut. Hat aber gleichzeitig noch Vegetarier, nicht nur Hydration oder auch Viskosität. Das heißt, der funktioniert wirklich gut in diesem Team und gibt diesem Team nochmal ein bisschen mehr Offensive, aber gleichzeitig auch nochmal so eine defensive Basis, die praktisch ist. Weil speziell defensiv war ich nicht so gut aufgestellt bis zu diesem Zeitpunkt und Viscogon ist speziell defensiv insane. Weil du brauchst ja trotzdem irgendwie einen Pokémon, was mal reinswitcht. Und das kann Viscogon. Das kann Viscogon wirklich gut. Und damit haben wir mein fertiges Team. Und ich bin sehr glücklich darüber, wie meine Strategie aufgegangen ist. Also, ich weiß nicht, ob das klappt. Es kann auch am Ende des Tages sein, dass ich trotzdem jeden Kampf verliere oder so. Das ist ja das Spannende an diesem Format. Ob das wirklich klappt, keine Ahnung. Wenn es klappt, wird es sehr, sehr wild. Es wird nämlich ja auch Teambuilding-Videos geben. Die wird es aber auf meinem Zweitkanal geben, also auf PressPress. Schaut gerne vorbei. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch den anderen Content sehen wollt. Da gibt es jetzt vor allem aktuell Showdown, UPP-Teambuildings, vielleicht demnächst auch Road to Pro. Dementsprechend, ja,
Da könnt ihr gerne vorbeischauen und es geht dann bald los, wobei es noch nicht nächste Woche losgeht, weil es gibt ja zwei Kämpfe die Woche. Das sind Draft-Kämpfe. Man muss sich ein bisschen darauf vorbereiten, auch die Zuschauer ein bisschen sich darauf vorbereiten können. Vor allem, wenn ich einen Kampf gewinne, muss ja auch ein Zuschauer sich auf die Wechsel vorbereiten können. Also das, die Möglichkeit wird es geben. Dementsprechend geht es erst am 26. los, also 26.10. Markiert es euch in den Kalender. Am Dienstag geht es los mit Alle gegen Present. Und am Donnerstag, am 28.10. kommt dann direkt der zweite Kampf. Das heißt, zwei Kämpfe die Woche. Wird sehr, sehr wild. Wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, lasst ein Like da. Würde mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auch nochmal euch das Team in Ruhe an. Vor allem den Draft, den findet ihr in der Videobeschreibung. Aber die Teams auch nochmal eingeblendet, falls euch das alles interessiert. Es sind sehr wilde Teams teilweise geworden, die wahrscheinlich im normalen Draft-Format teilweise so nie gespielt werden würden, aber in diesem Format funktionieren würden. Oder können. Und deswegen, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.